Okay, gehen wir Clemento. Ihr habt den Apfelschein gefunden. Yeah, geiler Shit. Wir müssen gar nicht heilen. Und Clemento haben wir auch gefunden. Der müsste ja wieder hier sein. Da ist er doch. Nee, nicht Clemento. Okay, hat er jetzt noch mehr? Ich glaube, Glasring wollte Fumi eben haben. Lass mal kaufen. Wir können es uns leisten. Jetzt hat sie ihn ausgerüstet. Glasarmband. Kaufen wir auch. Aber wir kaufen das nur, wir rüsten das nicht aus. Und so auch, alles klar. So, dann kurz nochmal umrüsten, weil ich wollte ja eigentlich... Glasring, Glasarmband. Was hatte sie vorher gehabt? Hatte sie nicht vorher irgendwie den Hexenring gehabt? Das Glasarmband ist gar nicht so schlecht. Naja, was soll's. So, was mag denn... Und was ist mit einem anderen Kapselmonster? Ich verstehe das nicht. Ich will eine Baskenmütze haben. Baskenmütze ist aber noch ausgerüstet. Naja, der ist ja launisch. Irgendwann kriegt er schon noch was Neues. Okay, kaufen können wir noch bei ihm. Na dann, wollen wir mal zu Clemento. Oh ja, das ist der Apfelrubin. Ihr habt ihn tatsächlich gefunden. Vielen Dank. Nun gebe ich euch die versprochene Belohnung. Mein Gott, bist du sicher, das ist eine ganze Menge Geld? Schon gut, schon gut. Arbeit soll gut bezahlt werden. Haha, ich werde auch mit der Wache im kleinen Tempel reden. Ihr dürft jederzeit passieren. Aber das ist... Tja, wir müssen jetzt gehen. Wie haben wir denn bekommen? Können wir das annehmen? Maxim, ist eine ganze Menge Geld. Das beweist nur, wie gut Schaffers Arbeit ist. Aber mach dir keine Gedanken, lass uns gehen. Boah. Was ist für ein Assi ist. Hallo, Jaffa. Du bist es, Maxim. Ja, ich wollte dir das geben. Das Geld? Das ist die Summe, die Claude für deinen Glasapfel gezahlt hat. Ja, aber ich habe euch den Apfel geschenkt. Ich kann das Geld nicht annehmen. Das geht schon in Ordnung. Das Geld gehört dir. Aber wenn du dich dann besser fühlst, kannst du mir das dafür das Geld verkaufen. Maxim, ich stehe tief in deiner Schuld. Schon gut, wir müssen jetzt leider gehen. Genau, also das hätte ich jetzt so oder so gemacht, ne? Das hast du von Anfang an geplant, Maxim, oder? Ja, übrigens, hier, nimm ihn. Du gibst ihn mir? Naja, ich kann ihn ja nicht tragen. Danke, Maxim, was für ein schönes Stück. Wuhu! Solch ein kleines Geschenk macht sie so glücklich. Sie ist wie ein kleines Mädchen. Yep. Aber ich weiß nicht, ob sie glücklich sein wird, wenn sie mich begleitet. Ha? Das muss sie wohl selbst entscheiden, denkst du dich auch? Das ist wahr. Hey, Tia, wir brechen mal auf. Ich bin schon unterwegs. Ist aber süß, wie sie sich gerade gefreut hat. Ist das was wir ausrüsten können jetzt? Der Ohrschmuck vielleicht? Aber wir haben ja was Besseres. Wir haben jetzt die Glasarmband. Das da muss ja... Findet sie bestimmt auch toll. Okay, do. Können wir mal abspeichern? Haben wir eigentlich schon, ne? Tja, eine Truhe haben wir jetzt nicht gekriegt. Weil ich das Rätsel nicht gelöst habe, wie man da rankommt. Verdammt. Naja. Der Weg ist auf jeden Fall frei. Wie bist du eigentlich? Ja, das ist ja Pandoria. Können wir mal abchecken, wie stark die Monster hier sind? Okay.
Ein Glatzenwicht. Dann hauen wir mal auf den Glatzenwicht. Hauen wir den Wicht mal auf die Glatze. Okay. So, wir können austeilen. Okay. Machen wir mal einen Zorn hier auf den Glatzenwicht. Und ansonsten. Ach, ich wollte. Naja, ich wollte doch eigentlich zaubern. Donnerschlag, okay. Donner mögen sie nicht. Hätte auch ein bisschen mehr Wumms haben können, finde ich. Boah, sind die hartnäckig. Gehen wir auf 700 Erfahrungspunkte und Zitronensaft. Geben sie uns auch. Mal gucken, was unser Kapselmonster gerade so haben möchte. Jetzt möchte ich einen Holzhelm haben. Haben wir nicht sowas sogar? Ja. Und einen Armreif, den haben wir aber nicht. Zitronensaft, magst du Zitronensaft? Ne, mag er nicht. Glasring. Oh, ein Ohrschmuck. Mag er auch nicht. Wie? Boah, was alles verschmäht hier. Eine Route. Egal. Wir sollten erstmal nach Padoria auf jeden Fall. So, kann, oder? Was ist das? Tempel nach Gordovan. Hier geht's. Geht hier lang und ihr kommt nach Gordovan. Aber passt gut auf, dort gibt es viele Monster. Die Menschen suchen nach dem Grund für das Auftauchen der Monster. Naja. Das suchen wir auch. Gordovan, also. Ich wollte noch ein bisschen Gegend erkunden, bevor wir dann tatsächlich hier einsteigen. In die City. Auf der anderen Seite, vielleicht sollten wir direkt mal in die City gehen, um uns noch einzudecken mit Sachen, die uns hier besser helfen. Weil die Gegner hier ja doch relativ stark sind. Was ist denn das? Schwerttempel. Verschlossen. Naja. Schwerttempel hört sich wichtig an. What? Ein Lavaklotz. Da können wir doch bestimmt Lavatropfen, kann man doch bestimmt abkühlen hier mit Wasser. War ich das? Nee, das war der Lavaklotz. Ja. Oh, 2222 Erfahrung? Ah, das sind hier, das ist so Dragon Quest-like, das sind diese, das ist wie so ein, na, wie heißt das hier, diese Metall-Schleinis. Wow, geil. Maxim, neues Level, sehr gut. Und Karl wurde auch aufgestuft, yeah. Aber wir haben noch ein zweites Kapselmonster, Mann. Wie benutzen wir die denn? Hier ist noch ein Turm. Noch einer. Nochmal sowas. Okay. Yeah. Zwei Stück. 4.000. Oh, geil. Wow. Ein Nordleuchtturm. Vor kurzem sind Monster hier im Leuchtturm aufgetaucht. Zum Glück sind es noch nicht viele. Wir sind gerade dabei herauszufinden, wie die Monster reingekommen sind. Halte ich jetzt bitte fern vom Turm. Können wir machen. Aber hier gibt es geile Monster. Das war jetzt zweimal. Das ist ein ganz schneller Riesenzufall. Moment. Ist das Spiel kaputt?
Ja, okay. Pandoria. Hey Nora, lass mich mit dir etwas Interessantes zeigen. Lieber nicht, Nora. Lieber nicht. Geh lieber nach Hause. Das hört sich nicht gut an. Ciao. Die Schlange. Lass mich dir eine Schlange zeigen. Wie geht? Haha, schau genau hin. Das ist nur ein Tau. Du bist eine Heulsoße, Nora. Hehehehe. Wow, Heul. Hey Jungs, ihr solltet die Mädchen nicht ärgern. Oh nein, das ist Selan. Schnell weg hier. Okay, vor ihr haben sie Respekt. Selan, hör mit dem Weinen auf, Nora. Aber, hör mir zu, Nora. Es ist nicht nett, was die Jungs gemacht haben. Aber du sollst nicht immer gleich weinen. Das ist nur der Grund für die Jungs, dich noch mehr zu ärgern. Mein Papa hat gesagt, dass Jungs nicht weinen dürfen. Mädchen aber schon. Mädchen, die ständig weinen, nennt man Heulsusen. Genau. Also solltest du wirklich nicht bei jeder kleinen Gelegenheit losrennen. Verstehst du das? Nee, eigentlich nicht. Junge, ich meine Mädchen, wenn du erwachsen bist, wirst du in das Schloss zurückkehren. Also hör bitte mit dem Weinen auf. Okay. Die war ganz schön tough. Hey Nora. Selan ist die stärkste aller Kriegerinnen. Na, du musst da glaube ich noch ein bisschen üben, wa? Items. Mal schauen. Heiltrank. Wie viel macht der? Davon können wir auch mal... Das ist ganz schön teuer. Kaufen wir 2. Aufwecken war gut, aber die sind preiswert. Davon kaufe ich auf jeden Fall noch ein paar ein. Wenn wir das leisten können. Magienadel, super wichtig anscheinend. Warp, haben wir. Kopftropfen. Intelligenz für kurze Zeit erhöhen. Kann man machen. Wumme. Nehmen wir auch mal 2 mit. So, jetzt haben wir viel Geld im Shop hier ausgegeben. Okay. Dann können wir uns hier die Waffen anschauen. Hier gibt es eine fette Kette. Eine Kette, die man in der Luft... 1,5 stärker als die normale Attacke, wirksam gegen fliegende Gegner. Chaosbombe, okay. Ja, aber ich sag mal so. Nee. Franziska. Eine Axt mit dem scharfen Spitzenende. Ja, senkt unsere Stärke und... Ne, ich will die eigentlich, würde die ganz gerne behalten. Es kann... Ist auch nichts für Maxim dabei. Naja, guck mal, was die Rüstung so noch so bringt. Rüstung. Kettenpanzer klingt ganz gut. Nehmen wir mit für ihn hier. Maßanzug für sie. Und Eisenpanzer für ihn. Er hat halt noch die Rüstung von dem Camus, ne? Deswegen würde ich die jetzt eigentlich gerne behalten wollen. Eine Glasmütze. Na gut. Was auch immer so toll an einer Glas... Oh nein, die Narrenkappe, die weiß viel besser. Mist, dann müssen wir gleich verkaufen oder an einen Kapselmonster verfüttern. So, Bronzehelm oder ein Steinhelm. Schmerzangriff. Reduziert die Abwehrkraft des Gegners um 1/8 gegen die Angriffskraft. Ja, das ist ganz gut. Das würde ich dann gerne ihm hier geben. Ein Schutzschild für beide. Auf jeden Fall. Und eine Lederkralle. Geht auf die Intelligenz. Stabiles Paar Handschuhe. Nee, das lohnt nicht. So, jetzt können wir verkaufen oder ein Kapselmonster verfüttern.
hier ist das zweite Kapselmonster. Was haben wir denn? Dolch. Hat, gibt's nicht. Boah, das ist aber jetzt... Ach so, hier konnte man das. Alles klar. Feuerrasse. Und das andere... Rasse war neutral, hier haben wir Feuerrasse. Ja, dann kämpfen wir mal ein bisschen mit ihm. Und geben ihm Futter. Hexenring. Hoffen wir mal, dass es ihm schmeckt. Ein Ohrschmuck. Findet er gut, alles klar. Grüner Tee, magst du grünen Tee? Ne, mag er auch nicht. Kopftropfen, warte mal kurz. Ein Glasring. Lecker. Hexenring. Lecker. Glasmütze wollte er haben. Gerade eben wollte er noch eine haben. Jagorring. Hatten wir mal gehabt. Glaube ich. Oder haben wir sogar noch ausgerüstet. Eine Rudde. Eine Baskenmütze. Holzschild. Magst du Holzschilder? Nein. Labakutte. Labakutte will er haben. Und was noch? Glasmütze. Haben wir es gerade schon gehabt? Dann gucken wir nochmal, ob wir für ihn was tun können. Er ist satt. Ah. Kann er nicht. Holzschild. Holzschild. Dann geben wir ihm ein Holzschild. Glasring. Keine Ahnung. Glasring haben wir nicht am Start. Der will immer noch eine Glasmütze haben. Wir hätten eine Baskenmütze, magst du ja auch? Ja, mag er auch. Federrüstung, lecker. Federweste, lecker. Lederrüstung. Und eine Rute. Ein langer Stab. Mag er auch. Alles klar. Jetzt sind wir aber... haben wir ganz schön viel Geld gelassen. 50 Goldmützen. Wird auch mal teurer. Nora ist nur noch Heulsuse. Ich mag sie wirklich, aber sie geht mir auf die Nerven. Wenn ich Nora sehe, muss ich sie hänseln. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann einfach nicht anders. Ich kann nicht anders als sie verarschen. Die Arme. Irgendwie tut sie mir auch ein bisschen leid. Hat sie doch nicht nötig. Komm. Raffel dich doch mal ein bisschen auf, Kind. Selena ist unsere Heldin. Sie ist stark und sehr, sehr hübsch. Einfach großartig. Ich hoffe, ihr lauft nicht hinter Selena her und geht ihr auf die Nerven. Selan zeigt es zwar nicht, aber ich glaube, dass sie eigentlich ein ganz zartes Persönchen ist. Wäre ich stärker, könnte ich Selan beschürzen. Mit Öl. Wer bist du? Hast du die beiden Kerle gesehen, die so verrückt nach Selan sind? Sie hat ihnen das Leben gerettet. Aha, Selan scheint ja eine richtige Nummer hier zu sein. Hast du den Garten des Priesters schon gesehen? Er ist der schönste Garten dieser Stadt. Wo soll der sein? Garten des Priesters ist vermutlich hinter der Kirche. Ne. Ich verkaufe euch dieses Haus zu einem fairen Preis. Na, wie sieht's aus? Wollt ihr es haben? Auch eine interessante Art, eine Konversation zu öffnen. Hallo, ich verkaufe diese modischen Häuser. Wie viel hätten Sie gerne? 1, 2, 20? Da
Vielleicht soll ich mal mit dem Priester spretschen. Nee, kann nur das Übliche. Spiel gespeichert. Aber ich habe immer noch keine neue Waffe für Maxim. Das irritiert mich ein bisschen. Bauen wir schon in dem Haus? Das klingende Schwert liegt irgendwo in dem Tempel nördlich der Stadt. Dort lauern so viele Dämonen, dass ich kein sterbliches Wesen durch den Tempel betreten konnte. Also richtig neue Aufgabe haben wir nicht, ne? Also wir wissen, Celan ist eine richtig coole Sau. Aber wo sie ist? Was ist hier eigentlich? Schloss Pandoria. Ah ja. Oh. Hier bin ich. Ich bin soweit, Kommandantin. Oh. Wow. Ist das alles? Meinst du wirklich, dass du auf diese Weise das Schloss und die Königin beschützen kannst? Oder den König? Verzeih mir, große Kriegsherrin. Naja, noch 10 oder 20 Jahre intensives Training und du wirst ein guter Soldat werden. Ich werde hart an mir arbeiten, Kommandantin. Ich verspreche es. Gut, ich werde mich nun in meine Kammer zurückziehen. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Verstanden. Wow, das ist mal eine Badassin. Sie ist ziemlich hübsch, oder? Was meinst du, Maxim? Wie? Ja, ich denke, schon. Sie ist nicht nur eine gute Kriegerin, sie ist doch eine anmutige und begehrenswerte Frau. Oh, oh. Dir ist schon klar, dass Tia gerade mithört, oder? Guy, du solltest hier Maxim nicht in Verlegenheit bringen. Findest du? Männer, komm, sehen Sie eine schöne Frau, läuft Ihnen der Sabber aus dem Mund. Widerlich. Urteil nicht zu früh. Oh Tia, du schönste und anmutigste aller Frauen. Schleimer, ich glaube dir kein Wort. Gib nun Ruhe, Weib, sonst müssen wir dich wieder übers Knie legen. Boah, was? Aber du hast sie dann genauso gierig angeschaut. Das ist nicht wahr. Naja, schlecht sieht sie nicht so wirklich nicht aus. Noch nie sah ich eine solch starke Frau. Ja, ich auch noch nicht. Okay. Na, hast du einen auf den Sack bekommen, wa? Kommandantin Celan ist die beste Kämpferin der Armee Pandorias. Wir gehören der Armee Pandorias an, über jeden Tag, um das Schloss vor Monstern zu schützen. Sie war schon als Kind ein Kampfprotz. Nun ist sie eine wahre Kriegerin mit Doppel-G. Hallo, Mann in Rüstung. Das ist Schloss Pandoria. Danke für den Hinweis. Ich habe ja eben die Infoleiste schon gesagt. So, wenn ihr zum König wollt, könnt ihr diese Treppe nehmen. Sie ist eine kleine Abkürzung. Alles klar. Dann schalten wir erstmal woanders um. Celan ist wundervoll. Ich bin sehr stolz auf sie. Wer bist denn du, dass du stolz auf sie sein kannst? Celan ist zauberhaft und unsere beste Kriegerin. Ich glaube, ich habe mich in sie verknallt. Bevor Celan auftauchte, war unsere Armee schwach. Nun sind wir die stärkste Streitmacht der Welt. Der König vermutet, dass das Schwert in der Festung im Norden. Doch dort lauern Horden von Dämonen. Ich glaube, nur Celan kann das Schwert aus der Festung holen. Nur sie hat genug Manpower. So, hier geht's noch runter in Verliese. Ohne Erlaubnis des Königs darfst du nicht eintreten. Okay. Mal gucken, ob wir uns die noch irgendwie holen können, die Erlaubnis vom König. Sind wir hier rausgekommen? Ja. So, Kommandantin Celan ist sehr stark. Wir sind stolz, einen weiblichen Kommandanten zu haben. Wunderbar. Weitermachen. So, hupsi. Hinter der Tür ist Celans Kammer. Okay. Hinter dieser Tür. Hallo Celan. Oh, ihr seid es. Was führt euch hierher? Ja, deine schönen Beine. Celan verlor ihre Eltern im Kindesalter. Ich habe sie aufgezogen und bin nun stolz, dass sie meine Bemühungen gefruchtet haben und Celan eine solch wundervolle Frau geworden ist. Nun braucht sie noch einen guten Mann, doch sie scheint kein Interesse daran zu haben. Oh. Tja, da kann man auch nichts machen, wenn sie nicht auf Männer steht. Dann gehen wir erstmal in den Thronsaal. Moin. Hinter der Tür findet sich der Thronsaal. Alles klar. Und du? Wer bist du? Na? Du hast einen Bart, glaube ich, ne? Der Mann auf dem Thron ist unser König.
Ja. Wäre auch komisch, wenn das nicht wäre. Willkommen im Königreich Pandora. Dankeschön. Ich heiße Sophie. Ich habe bereits von deinen großen Taten im Königreich Linaya gehört. Ich wollte dich unbedingt kennenlernen. Ich bin so glücklich. Ja. So, auch eine hübsche Prinzessin. Vielleicht ist die ja was für uns. Was meinst du, Tier? Entschuldigung. Ja, ich bin Maxim. Aber woher kennst du meinen Namen, mein König? Der König von Lunaria hat mir erzählt, dass du ihm die gestohlene Krone zurückgebracht hast. Ich hörte, du seist auf Reisen und hoffe, du würdest mein Reich besuchen kommen. Willkommen. Da ich bereits von deinen Fähigkeiten hörte, möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Sagen wir mal ja. Ich habe nichts anderes erwartet. Im Norden soll sich das legendäre Deku-Schwert befinden. Der Haken an der Sache ist, dass dort viele Dämonen lauern. Doch mit deiner Kraft und deinen Fähigkeiten sollte es dir gelingen, das Schwert zu erlangen. Natürlich werde ich dich fürstlich belohnen, wenn du mir das Deku-Schwert bringst. Einverstanden? Na klar, ich habe sonst eh nichts zu tun gerade. Wunderbar, warte einen Moment. Hey, Marcellus. Ja, mein Fürst. Bitte Selan zu mir. Sofort, mein König. Oh, Selan. Einen Platz hätten wir noch. Machst du mit, Selan? König, Selan, ich möchte, dass du Maxim in die Festung im Norden bringst. Ey, cool, mach die wirklich. In die Festung. Wegen des Dickeschwerts. Ja. Das kann ich auch alleine mit meinen Truppen erledigen. Dazu benötigen wir keine fremde Hilfe. Ich weiß, dass du stark bist. Aber du kannst nicht immer alles alleine machen. Nur gemeinsam könnt ihr den Dämonen trotzen. Erfülle mir bitte diesen Wunsch, Selan. Du wirst deinen König doch nicht enttäuschen, oder? Geht nun und finde das Schwert. Aber mein König, willst du mir etwa widersprechen? Nein, mein König. Ich werde zusammen mit Maxim die Mission erfüllen. Selan wird mit dir gehen, Maxim. Du wirst die Truppen anführen. Hast du damit ein Problem? Nein, mein König, absolut nicht. Großartig, Selan. Dies ist eine einmalige Chance zu lernen, wie es ist, wenn man gehorchen muss. Ich wünsche euch viel Erfolg. Cool. Du bist Maxim, oder? So nennt man mich. So antworte ich nämlich auch mal, wenn ich gefragt werde. Ey, du bist doch Karl Otto, oder? So nennt man mich. Wie sind die anderen? Dies ist Guy. Ich habe ihn in Tanbel getroffen. Und das ist Tia. Sei gegrüßt. Maxim, ich will ehrlich sein. Ich traue dir nicht. What? Warum das denn nicht? Mir wurde befohlen, dir zu folgen und mich deinem Befehl zu unterstellen. Das ist aber auch alles. Du hast eine ziemlich direkte Art zu reden. Ja, ich sage immer meine Meinung. Ich verstehe deine Lage, aber was kann ich tun, um dein Vertrauen zu gewinnen? Deine Kraft alleine wird nicht ausreichen, um mich zu überzeugen. Du bist hart. Naja, wir werden schon noch zusammenraufen und das dicke Schwert finden. Natürlich, so lautet mein Befehl. Befehl? Das klingt sehr ernst. Dennoch bin ich froh, dass du uns unterstützt. Selan schließt sich an. Haben wir noch genug Asche, um sie auszurüsten? So, ändern sich die Texte jetzt? Leute zweifeln, dass wir das legendäre Deku-Schwert finden. Hey, Mutti! Das ist ungewöhnlich. Selan in Männerbegleitung. Es reicht, Tante. Wir sind auf Befehl des Königs hier. Ja, ja. Er gefällt dir aber trotzdem. Oder irre ich mich da so sehr? Hihihihi. Haha. Na gut. Und, hast du auch noch was zu sagen? Nix Neues. Ja, ja. Das kennen wir alles. Hey, Typ, guck mal, hier ist Selan. So. Viel Spaß in der weiten Welt. Ja, werden wir haben. So. Pandora. Ich glaube, ich wollte hier noch ein paar Items kaufen, ne? Nee, Moment. Das war dann... Nee, was? Der Shop, in den ich wollte. So, Waffen. Okay. Eine Kette für Selan. Das ist ganz gut. Und die Francesca. Francesca. Oh, Maßanzug. Klingt gut. Dann kriegt sie noch einen Maßanzug. Kostet ja sonst nichts. Und eine Glasmütze. Oder eine Narrenkappe. Eine
natürlich eine Narrenkappe. Bronzehelm mag sie nicht. Könnten ihr aber noch ein paar Lederkrallen verpassen. Und dann war's das. So. Damit sollte sie jetzt besser auskommen. Kann sie eigentlich zaubern? Sie hat MP-Punkte. Level 16 ist sie. Oh, die müssen wir ein bisschen auf... Ach, deswegen waren diese Monster da. Okay.